Stell dir das mal vor, ihr geht hier runter. Unglaublich. Kommt mir vor wie die Jackass-Reihe. Aber hier, so wunderschön. Ihr wisst ja, dass ich das liebe. Dass ich das so gerne habe hier. Solche Ruinen zu sehen. Stell dir mal vor, ich wohne hier drin. Da oben. Zum Mittag läuten. Da oben. Kommt nach Hause, es gibt Essen. Oh, da ein Silos. Was ist das da? Herrlich, herrlich. Es gibt nur so alte Gebäude hier. Mallorca muss sagen, Respekt. Das ist wirklich eins von den schönen Orten, die ich besucht habe. Richtig herrlich. Oh, hier. Einer meiner Wachleuten, die auf die Kontrolle gehen müssen, hier rauf, sagen, hey Chef, kommt ihr mal zum Essen? Oh, kleine Treppen hier, ey. So. Da, falls meine Frau mit mir Streit hat, muss ich dort unten schlafen. Sonst. Aber stellt euch das mal vor. Jahrhunderten so richtig nice, also nice. Es war sicher auch harte Zeit, aber ist herrlich. Und das, diese kleinen Treppen, mein Fuß ist ja breiter als das ganze Teil hier und ich kann mir jetzt nicht leisten irgendwie einen Bruch, einen Sturz. Liebt. Was habe ich da gehört? Eine Taube. Ah, dort oben. Ist herrlich, ist herrlich. Wow. Wow. Weißt du, ich liebe die Geschichte, die History. Was es mit sich bringt. Das gab es damals nicht. Da sicher ein Scheißhaus. Da ist ein Loch. Hat man sicher rausgeschissen oder die Leute vertreibt, die reinkommen wollten. Geht raus. Aber jetzt, ja schön, man kann essen hier. Unten hier parkieren. Ich denke nicht, dass man parkieren kann hier. Aber es ist herrlich, herrlich. Hallo. Das ist meine Frau. Auf die Spitze, die ist dort wirklich toll. Schaut das an. Schaut euch das an. Ja, sorry für die Kamerabewegung, aber ihr müsst das sehen. Es ist richtig toll. Interessant. Hier eine externe Küche. Oh, ein Fass mit altem Wein. Und der griechische Wein, ah nein, der römische Wein. Ah, herrlich. Aber das finde ich toll. Das sind auch die, die halt gehbehindert sind, noch hier laufen können. Das ist herrlich. So, wieder mal retour. Jetzt keine Türhöcker. Nein. Hey, Reservation, falls jemand Paella möchte. Ja. Und natürlich gut. In, wo sind wir hier? San Salvador. Das Kaffee aber geben wir nicht hin. Ah, Baby, deine Tasche. Deine Tasche. Warte. So. Entschuldigung, die Verwacklereien. Habe ich schön gemacht, so im alten Gebäude. Das bin ich hier. Das ist wunderbar, sieht man hier. Hier Brunnen, Frischwasserzufuhr. Also an das hat man auch noch gedacht. Aber ja, warte, ich zeige euch mal die Geschichte.
immer diese, ja, falls jemand lesen will, ja, QR-Code einscannen da unten, habt ihr noch einen Audio-Guide. Und jetzt diese Treppen sind wir hochgeklopft. Ich wollte es nicht filmen, da meine Stimme oder meine Atemwege nicht so geübt sind nach der langen Zeit, die ich unbeweglich war. Aber oh, dieser Duft ist herrlich. Also wer Fisch gern hat, Besuch wert in San Salvador. In Mallorca natürlich, wo wir auch sind. Aber schaut euch an, man ist hier oben und dann sieht man das Fußvolk. Dort unten die Nieren. Oh, ey, wer kennt diese Früchte dort? Warte, ich hab euch diese Früchte dort. Das Kaktusfrucht. Die schmecken Leben. Kaktusfeigen. Mein Deutschkorrektur-Professor ist neben mir. aber stellt euch vor. Warte, ich muss nur. Aber die Treppen sind so mickrig. Das ist 5 cm. Aber da sind wir rauf. Interessant. Also, ich melde mich mal, wenn ich unten bin. Mal sehen, was es sonst noch gibt. Die mich nicht gesehen haben, so sehe ich aus. Ja. Zu mühsam hier. Hallo. Seht ihr das? Einfach herrlich. Ich brauche so ein Stativ für mein Handy. Ich habe meine Kamera vergessen. Ja, sehr klug von mir. Danke, ich weiß, aber ich hoffe, diese Videos sind auch noch brauchbar. Falls nicht, ja. That's it. Dann würde das überhaupt nicht sehen. Also ich melde mich, wenn ich unten bin. Tschüss. Etwas weiteres. Und schaut mal, wie ich von oben gesagt habe, wenn ich mit meiner Frau streite, ist das meine zweite Residenz. Seht euch das an. Gebt doch diesen Augenblick. Aber ich weiß nicht, ob die Palmen schon hier waren. Oder ob man sie als Dekoration hier reingetan hat. Ob man gedacht hat, sieht besser aus. So, Leute, das war's von dem schönen Ort. Wo sind wir? Ata, ja. Weiß nicht, ob ich das richtig ausgesprochen habe, aber falls nicht, ihr werdet das ja unten in den Kommentaren hier entscheiden. Ja. Ah, falls ihr mit dem Auto kommt, solltet ihr, glaube ich, hier rauf. Da steht das. Cafeteria, siehst du, wenn ihr Cafeteria wollt, könnt ihr euch da drauf fahren. Sonst sind wir durch die Gässlein gegangen, dort wo es immer so eng ist. Ja. Und unser Auto haben wir dort unten parkiert, hinten. Da gibt es einen riesen Parkplatz. Ja, hab ein Auto gemietet. Und hier habt sogar ein Hotel. Interessant. Mit Dancing Tango. Ja, aber sieht schön aus, sieht wirklich sehr, sehr nice aus. Eben dort
Irgendwo ist unser Auto, irgendwo dort vom Parkplatz, Riesenparkplatz, da geht es Palma, die Richtung, Alcudia, Alcudia, interessant, Alcudia, muss das betonen wie ein Spanier. So, falls ich noch etwas sehe, würde ich mich melden bei euch. Bis dahin, warte, das muss man meinen. Bis dahin wünsche ich euch Peace.